Jetzt Löchlein rein. Minus 4 ist schon mal gut. Das sagt auch der kleine Knut. Wenn er den noch leben würde. Schwoing! Yeah, ich weiß übrigens nicht, ob Nice Shot heißt, dass man jetzt so geschlagen hat, wie man zielen wollte. What's the... Oh, das ist also wie man angepeilt hat, oder ob Nice Shot bedeutet, dass man am weitesten geschlagen hat. Und bis jetzt dachte ich immer, dass das bedeutet, dass man am weitesten geschlagen hat. Was? Nein! Aber das macht uns gar nichts, weil wir sind Super Pro. Also mir jetzt. Nicht, weil ich bin Super Pro. So. Jo. Nicht in die Wasser rein, das ist nicht gut. Fairway. Und prügel den Ball ins Loch rein mit Backspin. Ich nehme immer Backspin, wenn es aufs Screen geht. Irgendwie. Angst habe ich beim Weg zu weit, aber meistens ist das nicht. Komm raus, jetzt die Line! Yes! Hier, yeah, krieg ich mal. Sind wir Erster? Sind wir doch verdammt nochmal Zeit? Nein, ich könnte jetzt die Kugel vertragen. Ich hab noch was mit dir. Scheiße. Backspin! For the win! Backspin, for the win! Backspin, backspin, for the win! Ich hätte den Bock jetzt gemacht. Birdie Part. Oh, das wird doch nie im Leben reichen. Das ist halt. Doch, hat gar nicht. Wusste ich natürlich. Na, bitte. Ich glaube übrigens, bei diesem Kurs gibt es eine Abkürzung. Und zwar, wenn man hier aufs Podest schafft, also normalerweise, also Panik ja bei 5. Normalerweise müsste man dann hier rüberschlagen. Denn aufs Green, aber wenn man weit genug schlagen kann, kann man auch direkt aufs Green hauen. Und deswegen versuche ich immer so weit meine Jahrzahl hochzupuschen, wie es geht. Und zu versuchen, möglichst weite Strecken zurückzulegen, was manchmal aber auch nicht funktioniert. Das sieht dann ungefähr so aus. Und trotzdem schaffe ich es aufs Screen. Birdie Part. Ich sag ja, es ist immer besser, wenn man weite Distanzen zurücklegen kann. Das wird später auch noch sehr wichtig bei einer etwas anderen Bar. Die nicht zu den regulären Kursen gehört. Aber dennoch glaube ich, eine Belohnung bietet, die es wert ist, es sich anzueignen. Whatever! Einmal eins. Immer den H3. Backspin! Ja, das war doch gut. Ja, okay, das kann man so stehen lassen. Birdie Part. Und Rhyme gebirdied. Pachau! Minus 7 schon, wer hat das gedacht? Also ich hätte das aber von... What the fuck? Oh. Ich hab den falschen Knopf bekommen. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Hau nebenbei da rein. Yes, du kannst es schaffen. Du kannst Pokémon-Meister werden. Du weißt es noch nie. Du bist Pokémon-Meister mit deinen Gefällen. What the fuck laber ich hier? Rein gebirdied. Nein! Rhyme Park! Ja, zum Glück. Ah, minus 7, wenn man auch das reicht. Das reicht. Schitter! Und aufs Maul. Parry! Hat den Parry Tail noch erreicht? Nein, Parry Rain natürlich. Parry Tail ist ein cooler Eindruck. Wieder mal angucken!
Und Green, 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 ja! Und Early Part. Und da ist ja. Oh, ich dachte, ich hau schon wieder nebenbei viel zu weit weg. Aber nö. Und es gibt hier übrigens auch keine Einstellungen, wo man einstellen kann. Also den Schwierigkeitsgrad einstellen kann, was ich hier spiele. Nicht. Spiel ist was für echte Männer. Ich brauche aber keine Schwierigkeitsgrad einstellen. Scheiße nochmal. Das ist männlich. Fuck. Ich kann keinen Weltschlag mehr machen. Scheiße. Bam! Also kein super mega Rotschlag mehr. Ha! Geil, der ist einfach darüber gejumpt. So war es zwar nicht geplant, aber ich habe auch nichts gegen, wenn es so funktioniert. Und analysieren und aufladen und Feuer! Fire in the hole! Ich weiß zwar immer noch nicht, was das für einen Sinn ergibt. Also auf Deutsch heißt es Feuer im Loch, aber. What the fuck? Wir spielen einfach weiter Golf, weil wir es können mit Autos zu schlagen. Scheiße. Egal, am Anfang ist das einfach nicht so wichtig. Solange es nicht völlig verkacke ist, dann sind wir nie so. Und wir landen schon auf dem Green, wenn wir uns jetzt nicht allzu dämlich anstellen. Und zwar mit Super Backspin! Super Backspin, Super Backspin, Super Backspin. Early Part. Und minus 10, come on. Nein! Ah, dann bleibt sie bei minus 9. Scheiße. Ergebnis! Erfahrung steigert sich um 200 und was Punkte. Die gebe ich natürlich alle wieder, weil ich der Plus bin. Ja! Dann nehme ich noch. Spin. Ich finde die nicht cool, was ich sage. Draw Fade. Was heißt denn jetzt Draw oder Fade? Ich erhöhe einfach mein Yard. Damit ich noch weiter schlagen kann. Das macht Spaß, das macht gut. Das Dünn-Turnier ist nur noch da im Mund verfügbar. Du hast dich im Heimturnier platziert, du hältst noch 17 ist nach Heimkurse. Das ist überraschender Sieg. Gar nicht. Das war völlig nicht überraschender Sieg. Das ist schon meine reife Leistung, Sherry im Titelkampf zu besiegen. Der Dünnkurs wird heftig, aber du bist Champ des Palm Clubs. Da bekommst du sicher gut zurecht. Natürlich komme ich damit gut zurecht. Was denkst du denn von mir? Ach ja. Ganz vergessen. Hallo! Shubi-dab-dab-du-up. Hier gibt's nämlich auch einen, den wir abschießen können. Das machen wir gleich mal. Come on, come on, come on, come on, komm schon, come on, wo bist du hin? Wir müssen erst das Schild anreden, damit wir zurechtkommen. Ich habe vergessen, ob ich was Sinnvolles sagen kann. Nein, hier geht's nicht lang. Nein, totale Verlauf-Action! Nein, das steht hier, Hartgrün. Danke schön, dass man hier putten kann, aber ich spiele das nicht. Ah, hier ist das Shield. Hier steht, Vorsicht, unruhige See, Strand von Bloopers schützen. What the fuck? Hallo! Mein kleiner Blooper-Freund. Ich würde dich gerne abschießen. Ja, ich patte einfach zu ihm. Und alle Verderci, mein kleiner Blooper-Freund. Nein, 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 zu mir. Ja. Versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal ohne den Ball.
von unten zu nehmen. Zu Bein und zu Bein. Ja! Aber gut! Wir geben nicht auf. Wir mischen diesen Blooper. Bitte. Ich werde dich stützen, mein Freund. Egal, ob du in Baguettas überlebst oder nicht. Nein, der hat doch schon wieder ausgelacht. Nein, 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 what the fuck? Ich hab doch eben gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Warum habe ich es also nochmal gemacht? Ich weiß es nicht. War der gleiche Fehler? Ja. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Und diesmal auch. Style Charge! Bam! Hat auch nicht funktioniert. Ja! Hau ich ab, du Drecksvieh. Es schwimmt nämlich jetzt auf die andere Seite. Sag uns nicht von da hinten aus. Wir kommen jetzt rüber. Und lauf, schneller, High Speed. Da ist er ja, unser schlimmster Feind. Den wir jetzt besiegen werden. Bam! Ah, puh. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und zeige euch, was passiert, wenn man es schafft. So, geschafft. Und jetzt ist er untergegangen. Und was kriegen wir jetzt? What the fucking hell? Okay, vielleicht muss man ihn zweimal treffen. Bis gleich. Ja, wir haben ihn jetzt ein zweites Mal getroffen, auch wenn es nicht so aussah. Egal, ich habe es leider nicht aufgenommen, aber ich will ja auch nicht eure wertvolle Lebenszeit verschwenden. Und was bekommen wir? Ein leuchtendes Licht. Was ich verwandle zu. Ein Schein! Rematch, Schlägerkopf, Coupon B. Und damit machen wir uns gleich auf zu den neuen Schlägern. Mal gucken, für welche wir uns entscheiden. So, Schmierderlein. Ich habe einen neuen Coupon für dich. Was ist gern, was kann ich für dich tun? Schläger ordern. Oh, cool, du hast den Schläger. Hätte ich nie gedacht. Extra flach. Schläger. Oh, du hast super sweet spot. Welchen Schläger soll ich nehmen?